Und da haben wir uns das Ziel auch schon erreicht. Stellen wir uns doch mal vor beim Pimp Jizzy B. Jizzy. See, baby, I got everything. Mink sheets, mink coats, mink curtains in the winter. When I walk down the stairs, I'm walking down on mink carpet. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you. Go find out. No problem. You're my player partner now, Jizzy. Bitches, mach mir einen Drink. Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Ja klar, wir haben sonst nichts zu tun. Steig in den Swilter-Schlitten. Autotelefone, das waren noch Zeiten. Setz die Prostituierte downtown ab. Weg da! Ui, what a strong bitch. Oh ja. Out of my way. Ever had half and half with a social like me? Yeah, go on. I'll do things your ruka won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Ja, sein Rieseninteresse hat sie dann doch davon überzeugt, dass sie unbedingt mit ihm weiterreden sollte. Gut, kann es sein, dass Jizzy B so ein bisschen an Prince erinnern soll? Oder kommt mir das nur so vor? Ich muss irgendwie an Prince denken, wenn ich ihn sehe. Diese Straßen sind der Hammer. So, fahren wir doch mal hier rein. Der Weg sieht ganz gut aus. Dass wir weiter nach unten müssen und nach oben fahren, sollte uns nicht beunruhigen. Denn es ist sehr hügelig, wie wir hier sehen. So, und jetzt raus mit dir, Bitch. Later, Esse. Yeah, Esse. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hashberry. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Zieh den Zuhälter in Hashberry aus dem Verkehr. Na dann, wir sehen schon. Oh, jetzt gibt's auch eine Zeit. Wir sehen schon, wir machen jetzt wirklich alle möglichen Laufburschenaufträge für Jizzy. Wir müssen halt irgendwie erstmal sein Vertrauen gewinnen, ne? Sollte aber alles kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Und später dürfen wir uns ja dann dafür revanchieren, dass wir hier allen möglichen Scheiß für ihn machen müssen, denn wir können uns denken, er ist ein Arsch. Wir wollen das Syndikat sprengen. Also bleibt nur ein mögliches Schicksal für Jizzy B. Er muss irgendwann im Laufe dieser Geschichte sterben. So geschieht's mit jedem, der uns in den Weg kommt. So, und da sind wir auch schon beim Zuhälter. Zeit, ihn kalt zu machen. Here comes my player, now you in real trouble. This is my track. So. Erledigt. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over.
I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Rettet Jeezys Mädchen und wir sehen, es eilt. Wir sollten uns beeilen, denn, naja, es wird halt einen nach der anderen fertig gemacht und wir sollten uns dahin begeben, bevor die erste von denen platt ist. Ansonsten sieht's halt schlecht aus. Nee, ich sollte nicht hier langfahren, glaube ich. Ich bleib lieber abseits des Highways. Das ist mir dann doch sicherer. So, die Ecke kennen wir ja. Hier ist die Fahrschule, in der wir noch nicht waren. Und, ups, die Garage ist ganz in der Nähe. So, und wir können eigentlich, glaube ich, direkt querfeld einfahren. Denn wenn ich das recht in Erinnerung habe, müssen wir sowieso hier auf die Wiese. Das müsste nämlich direkt hier unter dem Autobahnkreuz sein. Yep. Davon. So, die Note sieht gut aus. Zeit, den Kerl platt zu machen. Oder die Kerle. So, mein Freund. Das war's für dich. Sie hat noch ein bisschen Spaß. Mr. Jizzy, it's CJ. You're a bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Schwing dich zu dem Hotel downtown. Mann, 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 die Dinge laufen nicht so, wie sie sollen, wie es scheint. Aber es ist natürlich gut für uns, denn wir machen uns unverzichtbar, weil wir möglichst viele Aufträge erledigen können für Jizzy. Und am Ende müssen wir doch feststellen, eigentlich sind die alle kein großes Problem. Wir fahren hin, wir fahren drüber über jemanden und wir fahren wieder weg. So, die Brücke ist noch gesperrt, denn die führt uns dann später mal nach Las Venturas, beziehungsweise in die Gegend um Las Venturas herum. Deswegen muss er jetzt noch zu sein. Weshalb denn eigentlich? Steht nicht da, nur no access. Okay. Ich glaube, das wird auch im Radio mit erwähnt, weshalb man hier keinen Zugang hat. Und theoretischerweise könnte man hier auch über diese Rampe, wofür auch immer die ist, draufspringen auf die Brücke. Aber wir tun es mal nicht, denn das könnte Ärger mit der Polizei geben. Und bringen wird es uns sowieso nichts. Wir haben immer noch andere Sachen zu erledigen. So, wo haben wir denn die kleine Hure? Ah. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Ach ja, erledige den Prediger und seine Bodyguards. Ich finde den großartig, der gefällt mir total. Wie machen wir denn das am besten? So, schießen wir einfach erstmal ein bisschen drauf. Dieser Typ. So, das Blöde ist, wir können natürlich nicht nach vorne rausschießen, sondern bloß zur Seite. Just keep on dressing. So, jetzt kommen wir auch mal wieder daneben hier. Vielleicht schalten wir erstmal ein bisschen die Begleitung aus und vielleicht warten wir, bis kein Cop mehr in der Nähe ist, bevor wir wieder schießen. So. Jetzt sollte das passen, oder? Wow. Ja, das tut er. Er kommt für euch. Zu euch. Wegen euch. So. Oh, da war keiner. Wow. Das war nicht ganz so wie geplant. Und wir haben einen Bullen am Hals. Guten Tag. Aber zumindest wird den einen schon mal los. Ich dachte, er nimmt erstmal ein bisschen. Er fängt erstmal ein bisschen Feuer oder so. Nö, direkt explodieren. Warum lange damit aufhalten, mit Feuer fangen? So. Gut, dass ich so viel MP-Muni dabei habe.
Alter. Ich will es gar nicht wissen, was er da macht. Was hat denn der für Wege? Weg da! Alter, wo fährt denn der Chauffeur lang? Ich fahr mal überall durch. So, hier am Berg sollten wir ihn wieder einholen können und dann die Sache erledigen können. Jawohl. Bis die Tage. Puff. Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you's a player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. $3,000 für uns und 2 Sterne noch dazu. Wunderbar. Jetzt gibt's auch mal wieder ein bisschen Kohle für die Aufträge. Lotte? Bitte auf Abstand bleiben. Moment kurz, ich muss mal kurz meine... Warte! Ah! Oh shit! Ich werde von meiner Katze belästigt. Das ist gemein. Ja, ich fahre dann mal einfach wieder direkt zu Jizzy. Ich nehme mal an, ich werde dich schon noch irgendwie abhängen können hier. Ach nee, es geht in dem Spiel ja gar nicht. Stimmt ja. Das geht erst in den späteren Spielteilen, dass man bei 2 Sternen und mehr die Leute abhängen kann. Ich fahre aber trotzdem direkt zu Jizzy, weil ich es kann. Das wird schon passen. Wir kriegen das schon hin. Auf zur nächsten Mission. T-Bone Mendez. Now just listen to me, okay? Now it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone. And in reverse. Sup? Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's 3 of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would What? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you want to make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the ship has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Begib dich zu den überfallenen Transporter. Klingt nicht gut. Aber da wir sowieso schon Sterne am Hals haben, kein Problem. Machen wir einfach hin. Wir haben nichts zu befürchten, was irgendwie Bullenverfolgung bedeutet. Denn viel schlimmer kann es nicht werden, oder? Was soll schon schief gehen? Wir schauen mal, keine Ahnung, wo der Transporter ist, ob ich hier jetzt gut fahre, so wie ich fahre. Aber es scheint schon okay zu sein. Kann ich hier... Oh! Wo kam denn der Bulle her? Komme ich den Hügel hoch? Ich weiß es nicht so richtig. Naja. Mit Mühe und Not, während ich von hinten erschossen werde. Großartig. So, aber wir sind oben. Wir können ja zur Not das Fahrzeug wechseln. Kein Problem. Ach ja. Motorradpolizisten. Eine großartige Erfindung in diesem Spiel. Ich gehe dann mal. Viel Spaß mit dem Auto. Ich glaube, die haben sich gerade alle mit... Ja, ein bisschen angekokelt dabei. Ist nicht mein Problem. Die wollten das so. So, ich... Au! Du Sackgesicht! Raus aus dem Wagen! Komm schneller! Gut, dass er für mich schon losgefahren ist. Das bringt ein bisschen Abstand zwischen mich und die Bullen. So. Und dann haben wir noch ein hübsches neues Vehikel, mit dem wir ganz gediegen von den Bullen wegfahren können. Und mal schauen können, wo wir jetzt eigentlich hin müssen hier. Ich habe keine Ahnung, was für einen Transporter es geht.
So, wie sieht's denn aus? Bin ich hier auf dem richtigen Wege? Ja, es sieht gut aus. Tatsächlich, da haben wir ihn doch schon. Oh, sieh mal einer, guck. Verfolge die Biker und sammle alle Päckchen ein. Ah, viel Muni habe ich jetzt nicht gerade, aber mal schauen. Seid ihr nicht gerade erst von hier weggefahren? Wieso kommt ihr schon wieder zurück? So. Oh, das könnte eng werden mit der Muni. Hallo? Sollte der nicht dann irgendwann mal tot umfallen? Ah, das hat aber gedauert. So, gib mir mal das Päckchen. Was? Ich fahr's mal mit dem... Okay. Mit dem Päckchen weg, wollte ich sagen. Kannst du mir mal die Muni geben hier? Ja, danke. Ist jetzt nicht viel, aber wir haben zumindest ein paar Schuss. So, wer ist denn am nächsten gerade? Das ist der, auf den ich gerade zusteuere. Tatsächlich. Wunderbar. Dann nehmen wir uns den auch vor. Die Polizei kann uns mal gediegen an unserem haarigen Hintern lecken. So. Ich fahre dann mal einfach parallel. Nee, ich mach dann doch mal hier rüber. Wenn ich mir die Straße so anschaue, ist es vielleicht besser. Wo fahre ich denn hin? Was zur Hölle? Steig auf! Steig auf! Das lief jetzt nicht so, wie ich wollte. Und natürlich sind die Bullen auch schon wieder da, natürlich. Aber der Freund ist noch in der Nähe. Immerhin. So. Jetzt kümmern wir uns mal um dich. Ich muss ihn bloß noch treffen. Jawohl! Was? Nein? Oh shit. Ich gehe da mal lieber wieder. Ich muss da vielleicht mal in ein Auto umsteigen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich traue mich bloß nicht so richtig, einen von dem Bullenwagen hier zu klauen, weil das auch mal schnell schief gehen kann. Also mit Auto ist die ganze Sache dann wahrscheinlich ein weitaus geringeres Problem. Darf ich mal? Merci beaucoup. Dann können wir die nämlich einfach von den Motorrädern runterfahren und dann... Ja, erledigt sich das mit der Problematik abschießen. Das ist dann vielleicht ein Stück angenehmer zu erledigen. Hopsa. Und ich fühle mich auch nicht ganz so sehr von den Bullen belästigt, weil die könnten mich maximal aus der Spur drängen und mich vom Ding runterschmeißen. So, er hat sich irgendwo dagegen gesetzt, hab ihn aber immer noch am Hals, Mensch. Die sind schon hartnäckig. Ah, schade. Hätte fast geklappt. Boah, ihr seid aber lästig, ey. Rennt ihr tatsächlich mit AKs rum? Meine Güte. Ja, mit den Triaden sollte man sich nicht anlegen, ne? So, ist schön, dass die einfach bloß endlos im Kreis fahren, um mir die Möglichkeit zu geben, sie abzuknallen. Warum sollten sie auch irgendein bestimmtes Ziel ansteuern? So, neuer Versuch. Ah, schon besser. Hat nicht ganz gereicht, aber wir sind auf einem Weg. Auf einem ganz guten, glaube ich. Er fährt jetzt wirklich bloß noch seine Kreise, wie es scheint. So, wieder rechts rum. Na, aber selbstverständlich. So. Nee, jetzt hat er seine Strategie etwas geändert, wie mir scheint. Ah, ich krieg ihn aber nicht runter. Fall doch mal von deinem blöden Motorrad, Mensch. Ah, verdammt. Oh, shit. Steig aus, steig aus, steig aus, steig aus. Lauf, lauf, lauf. Ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Raus. Ich steig da mal ein. Bis bald.
War jetzt zwar nicht ganz die geplante Strategie, aber hey. So, die Motorräder fahren zum Treffpunkt. Ja, ja, sehr schön. Oh, die Bullen sind so lästig. Aber ich wollte es ja so. Ich wollte ja die erschwerten Bedingungen, ne? Fahren die wirklich zu einem Treffpunkt? Ich habe nicht das Gefühl. Na, endlich. So, hätten wir den schon mal beseitigt. Hallo! Shit. Das war nicht wie geplant. Okay. Dann würde ich sagen... Oh, siehst du mal, ist das nicht praktisch? Wir müssen kein Geld ausgeben. Wir kommen direkt hier raus, weil wir unsere Freundin haben. Dann würde ich sagen, werde ich mich doch gleich nochmal runterbegeben zu Jizzy nach diesem Anruf. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Sehr gern, sehr gern. Bei Woozy schaue ich gern vorbei. Aber wir werden uns nochmal an Jizzys Auftrag versuchen. Ich werde mich mal runterbegeben und dann auch wieder direkt zum Transporter. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, ohne von den Bullen verfolgt zu werden. Also, bis gleich.